Willkommen auf Atoms, Freunde. Wir fangen heute auch mit der Natur an. Alanya Mahmutlar, eine wunderschöne Wohnung, die wir kennen. Baujahr 2008 und 2008 hat man noch Mühe gegeben, die Kunden und die Besitzer glücklich zu machen, indem man große Räume gebaut hat. Auch die Böden und so weiter, richtig schöne, große Wohnung. Hier ist kein Ikamet, aber wenn man eine Preisstaffel für sich festgelegt hat, sagen wir mal unter 50.000 Euro, eine 135 Quadratmeter große Wohnung zu bekommen, wo man teilweise das Meer sieht, Außenpool hat, super Hausmeister hat, super Gartenpflege hat, neben sich noch Villen hat und sehr, sehr wichtig, ein Miteinander, wo alles Nebenkosten und so weiter bezahlt wird, dass man eben die Anlage im Stand hält. Wir haben hier eine Stahltür, ansonsten, wie gesagt, allein wenn man in die Wohnung reinkommt, Jenny, zeig mal bitte, schaut mal das an, das ist fast 12, 15 Meter lang, gell? Ja. Gut, dann starten wir aus dem Balkon heraus. Wir sind Raum Mahmutlar, aber oberen Bereich. Wer Ruhe haben möchte, hat hier genug Ruhe. Man hört ein paar Kräne, nicht Baumaschinen, sondern Vögel. Ansonsten sehr, sehr gemütlich, würde ich sagen, Jenny. Mhm. Also mit den Neubauten, was man vorne gesehen hat, ist das nicht zu vergleichen. Wir haben hier einen Balkon, der natürlich überdacht ist, weil wir uns dritten Stock befinden. Und das hat schon über 25 Quadratmeter. Die Möbel bleiben drinnen. PVC-Fenster, Rollläden sind da. Eigentlich alles da, was man braucht. Man könnte, wenn man sich mit dem Möbel vereinen kann, hier einziehen und einfach sein persönliches Zeug mitnehmen und leben. Das ist das Wohnzimmer. Riesig. 40 Quadratmeter ist nur das Wohnzimmer, Freunde. 40 Quadratmeter. Dann haben wir die Küche hier. Ist eigentlich fast extra, gell? Genau. Die Herren kochen. Ich tue mal das Essen auf die Seite, dass nichts brennt. Boah, das duftet herrlich. Ja, Hähnchenschenkel. Ansonsten die Küchenschränke unbenutzt, weil die Leute 2010 die Immobilie erworben haben und die waren insgesamt nicht mal ein halbes Jahr drin. Deswegen ist vieles unbenutzt, aber von damaligen Gestaltungsart. Finde ich schön, auch diese Rundungen, sehr, sehr mediterran. Auch hier den Tisch zum Beispiel, Jenny, gefällt richtig mir. Schön, ja. Gegenüber haben wir das Badezimmer Nummer 1 mit einer Badewanne und eine Dusche. Geh mal rein. Hier ist die Dusche. Waschmaschine, auch guten Platz, gell? Ja. Und dann haben wir hier einen Boiler, der eben ersetzt werden kann. Ein Lüftungsschacht, der das Badezimmer lüftet. Diese mediterrane Steine gefallen mir. Also ich würde für kein Geld der Welt die wechseln, Jenny. Ich liebe die. Und wir befinden uns im zweiten Flurabschnitt. Es gibt zwei Flure. Jenny steht auf Flur. Hier hat sie reichlich Flur. Geh mal diesen Teil bitte. Dann zeigen wir das Badezimmer Nummer 2 auch gleich. Auch mit dieser Travertensteine. Das ist eher ein Gäste-WC. Ein Gäste-WC, genau. Dann haben wir gegenüber das Schlafzimmer Nummer 1. Ich bin auch hier der Meinung, dass man ohne Klimaanlage hier leben könnte. Mhm. Riesenschrank, Jenny, das sind extra Anfertigungen und diesmal nicht glänzend und so weiter, sondern Massivholz, finde ich auch schön. Richtig und schön. Aus dem Fenster heraus, grün, Palmen, Orangen.
Also das sage ich ja auch immer wieder, ich finde, es gibt einem so ein richtiges Urlaubsfeeling, wenn man rausschaut, man sieht die Palmen, das schöne Wetter. Leute, wir haben es heute, den 8. Oktober, und wir haben es vorher, haben wir geguckt, 32 Grad Ercan. Und wenn man dann so rausblickt, das ist einfach nur schön. Natürlich haben wir einen Aufzug. Hier haben wir Schlafzimmer Nummer 2. Wir haben hier mehrere Betten, weil die Kinder haben. Und die würden die auch drin lassen. Wer sagt, wir sind große Familie, Ercan, es werden einige Kinder mitkommen, dann die Kleiderschränke sind groß genug, um ganze Zeug da unterzubringen. Es ist komplett sauber. Schau mal bitte diese ausziehbare Couch an. Und dann haben wir hier nochmal separat 2 Bettgestelle. Ja, die Immobilie ist zu verkaufen. Gehen wir nochmal durch, bitte zeig mal den Boden. Geh durch bis zum Balkon. Also ich finde es einfach gerade schön, dass ein älteres Gebäude ist aus dem Jahr 2008. Und die Wohnungen sind einfach riesengroß, was einfach einen wirklich nicht erdrückt. Genau. Und diese Immobilie will der Herr verkaufen. Auch den Grund können wir sagen, die haben Nachwuchs bekommen und müssen eben für die Kleine oder für den Kleinen da sein. Das verstehen wir. Wir haben die Ehre, von direkt Besitzer die Immobilie präsentieren zu dürfen. Das ist ja seit längerem unser Vorhaben gewesen, dass wir absolut nur Verkäufer und Käufer um uns herum haben, nicht den Dritten oder nicht den Vierten, nicht den Hausmeister und nicht den Bekannten. Das macht immer wieder Unruhe. Diese Wohnung, 2+1, einmal Gäste-WC, einmal Badezimmer, Riesenbalkon, Außenpool, was ihr vorm Video seht, gehört alles zu dieser Anlage, ist zu verkaufen. 135 Quadratmeter, Baujahr 2008, für 145.000 Euro Verhandlungsbasis. Wir machen euch bekannt und ihr könnt nochmal verhandeln. Wir werden für beide Seiten die Harmonie suchen und auch finden. Und mehr Blick, teilweise wird so bleiben, weil zu Ende gebaut worden ist. Etwas immer wieder zwischen den Blöcken. Ja, in diesem Sinne, at homes. Bis bald, Freunde.